Moin meine Freunde, schön, dass ihr wieder zurück seid in unserem heutigen Part zur Pokémon Randomizer Nuzlocke. Wir befinden uns hier in der Stadt von Stone Age. Da haben wir noch ein paar Trainer offen gelassen und anscheinend hat Team Fluppe irgendetwas Besonderes vor, ne? Hier in der Stadt der Steine. Vielleicht kommen wir auch hinter das Mysterium der Mega-Entwicklung, wer weiß, mal schauen. Wir haben hier so ein paar Trainer letztes Mal geskippt, die ich alle hier noch hops nehmen wollte. Besonders Team Fluppe, den müssen wir auch mal ganz kurz hier den Weg zeigen, wo die hingehören. Oh nein, ein Ho-Oh, was ist denn hier los? Hey Freunde, was ist denn das für ein Encounter? Aber wir haben schon leider ein... Ach Gott, wir haben leider schon einen gefangen. Der Geier ist es gewesen, oder? Das ist doch Route 10. Gucken wir mal nach, Freunde, fürs Protokoll. Route 10, schade Schokolade. Egal, wir machen hier platt. Die ganzen Touris, die hier ankommen. Eileen. Moin, Eileen. Was geht ab? Ich finde es auch so witzig, dass man echt gefühlt die meisten Namen, die auftauchen, gefühlt hat man mindestens eine Person kennt man, die, die genauso heißt. Ne? Dementsprechend Eileen beiseite. Bam, alle. So, nein, aber jeden Namen, den ich sage, ihr Lieben, Grüße gehen immer raus, ey. Grüße gehen immer raus. Ganz wichtig und richtig. So, Vivoldion, das klingt, das ist doch hier, die Motte, oder was das sein soll. Schmetterling, Motte, ja. Aeroas, komm. Perfekt, Alter, so schnell kannst du gar nicht gucken, wie das Lebenbalken weggegangen ist. Geil. So, wer kommt noch? AC/DC Level 36, annehmen. Ladestoß. Ja. Ich würde sagen, Funkensprung kann weg auf jeden Fall. Und dafür ein Ladungsstoß. Geil. Wir haben ja immer noch diesen... Ist das nicht die TM, die wir erhalten haben, Freunde? Oh, er will Simsala einsetzen. Okay, es gibt da nur den einzig wahren Hard-Counter gegen. Wahrscheinlich, ich gehe von aus, Mega-Simsala. Ich habe Simsala-Fähigkeiten. Ich sage, das ist ein Mega-Simsala. I doubt it. No, normales. Eileen, was ist los? Uns hier keinen Megastein leisten, oder was? Hier, Straftat. Wer kein Mega-Pokémon hat, das ist eine Straftat. Richter Eugen hat gesprochen mit dem Hammer. Bam. So, da ist Level Up, Level 35. Geil. So, wer kommt jetzt? Traunfugil. Da können wir eigentlich auch eine Straftat reinsetzen, ne? Für die schlechte Pokémon-Auswahl Straftat. So, perfekt, Alter. Wie gesagt, Traunfugil immer noch für mich. Traunfugil, ein mit dem dicken M für Träume. Für süße Träume. So, Eileen platt gemacht. Wichtig. Und wir gehen hier. Zu der Fluppe. Hallo. Hab dich ausgetrickst. So, du erforschst die Steine und ich erforsche deine Kampftechnik. Wie du meinst, du Fluppe? Zwei Pokémon, Hunduster, okay, das passt ja schon wieder zu den Bösen, ne? So Hunduster, Pfiffchen, das immer so. Das ist immer so von den Bösen, die Pokémon, hä? Aber wir haben Erdbeben, was sagst du jetzt? Jede Folge ein Erdbeben, das Motto bleibt treu. So, weg mit dir, perfekt. Und als nächstes kommt Finks. Warte nochmal, Finks, Alter. Ach, das Füchschen. Ein Fuchs, zwei. So, das ist auch ein Feuer-Pokémon. Ich einfach bei dem Starter-Pokémon, ich weiß, wie das heißt, ey. Klassiker. Serena und ihr Pokémon. So, weg mit dem. Ich glaube, das war der letzte, oder? Von der Route. Dann können wir wieder in die City hoch. Oder war hier. Ah, die Lady. Ich pirsche mich an. Ah! Nee, okay, doch nicht. Dann halt nicht, Lady. Dann gehen wir hier in die City rein. Vom Lexia. Was ein Name. Wenn wir Wasser finden, können wir auch angeln. Da wieder ein Encounter für uns. Oh nein, Freunde, es ist das Hotel. The Legend of Rosa Anzug kommt jetzt wieder. Vorsicht, ey. The Legend of Rosa Anzug. Ach nee. Ich will schon nicht, ey.
Ich will doch schon nicht zu dem. Und sehen wir ihn schon? Nee, aber hier. The Legend, da ist er. Hey! So sieht man sich wieder, altes Haus. Du weißt ja, ich bin Mr. Johnny. Ich trage das Wort der Johnny-Kraft mit mir. Frag dich besser zur Sicherheit. Soll ich es erklären? Nein, Digga, wie oft denn noch? Junge, Junge, der Typ, der geht so penetrant auf die Eier. Initiative Kraft 1, danke für nichts. Monolog, der Typ. Aber ich behaupte immer noch, das wird ein Plot-Twist sein. Den Typ, den gibt's gar nicht wirklich. Der existiert nur in unserem Kopf oder so. Kann ich mir auch richtig vorstellen, ne? Okay, oh mein Gott, ey. Hotel. Ach, da war doch ein Item, Freunde. Das lasse ich mir nicht entgehen, das Vitalkraut. So, wir sind doch hier ein klassischer, wie heißen die Leute, die mit Kräutern arbeiten? Nicht Archäologe, Alchemist. Genau, Alchemist. Okay, wir sind richtige, oh, was ist das? Das sind Arbeiter hier. Hast du Tü, du verstehst du falsch. Wir halten den Ort bewusst schlicht. Okay. Wenn du meinst. Haben wir hier? Oh, eine Professorin. Hallo, hallo, okay, Ewigstein. Boah, das brauchen wir nicht. Eigentlich sollen sich die Pokémon entwickeln, du. Nee, danke, danke. Vielleicht so ein Donnerstein für Electek würde ich annehmen. Okay, nee, hier ist auch nichts. Schauen wir mal weiter, Freunde. Oh, was ist hier los? Backpacker-Tour. Kann ich mitmachen? Also gibt es nur eine Schlussfolgerung. Die Steine auf Route 10 müssen bewusst so aufgereiht worden sein, dass sie direkt nach Chromlexia führen. Dino, der Arenaleiter von Revelia City, stellt derzeit Nachforschung zu den Steinen an. Aber noch weiß niemand so recht über sie Bescheid. Okay. Der Lino, Alter, der hat wieder was zu kompensieren mit seinen dicken Steinen wahrscheinlich, ey. Und langen Gliedmaßen, ey. Wie immer betont. Oh, was ist hier los? Jetzt spitzt mal die Lauscher! Mit Hilfe der Steine auf Route 10 und eines riesigen Schatzes werden wir von Team Fluppe unser Ziel erreichen, wunschlos glücklich zu werden. Denn wer alle Macht auf Erden in seinen Händen hält, wird ganz gepflegt den Sieg davontragen. Hier, wenn du meinst, Bro. What's up, ich komme nach. Oh, Serena, ich bin auf der Jagd. Hast du Team Fluppe gesehen, Beugen? Ja, aber? Ja, schon, aber was? Also ist der Rüpel nicht mehr hier, ja? Der Schuft kann sich dir ja wohl nicht einfach in Luft ausgelöst haben. Da vorne geht's noch weiter. Bei Team Flair bekommt mich ein sehr ungutes Gefühl. Serena, Digga. Mädchen, Real Talk. Hättest du uns nicht aufgehalten? Ich hätte ihn abgefangen. Easy. Easy. Und die Frage ist, komme ich jetzt noch hier back in town oder muss ich wieder außen rum? Ja. Feind. Nicht so zu sein. Oder doch? Ja, okay. Können doch nochmal her. Hier. Das müssen wir jetzt noch einmal reinziehen. Die drei Steine, die Stones sind da. Und was ist hier? Oh, der Junge guckt. Haben Sie das gesehen? 3000 Jahre während verzweifelter Suche eines Mannes nach einem Pokémon. Die Geschichte ist mir zu Ohren gekommen. Was so recht glauben kann ich sie nicht. Okay. Danke für die Info, Bro. Wir skaten wieder zurück. Hier gab es ja anscheinend nicht so viel zu holen. In der City. Was gibt es denn hier Schönes? Oh. Altertümliche Steine. Kann ich einen Zertrümmerer oder so machen? Serena, Mensch, ey, Mädchen. Ohne dich hätten wir das platt gemacht. Richtiger Cockblocker hier. Aber anders da halt. Flairblocker. So, wir können aber hier lang. Oh, die schon wieder. Lucario, Abi, komm her. Oh, du bist doch der Trainer von Route 5. Habe ich recht? Lucario. Ich habe den Eindruck, dass Lucario gerne gegen dein Pokémon-Team kämpfen würde. Sei so gut und tu ihm den Gefallen, ja? Lucario mal zwei. Und sie gleichen sich wie ein Ei dem anderen. Du weißt aber schon, welches der beiden einen Narren an dir gefasst hat, oder? Links. Safe links, Digga. Arena... Guck, ich wusste, das ist eine Arena-Leiterin, Freund. Ich wusste, das ist eine Arena-Leiterin. Okay, das Lucario ist es nicht gewesen. Das hat ein bisschen zugenommen, ein bisschen dick geworden hier. Aber... Erdbeben. Wir erdbeben uns hier einfach durch, Freunde. Geil. So, perfekt. Kronjuwels. Was ist das denn nochmal?
Kronjuwelen hat der denn da? Okay, der hat keine mehr, der ist weiblich. Der hat keine Kronjuwelen mehr. Was bist du? Das ist ein Nahkampf von mir. Komm mal ran. Perfekt, sehr effektiv. So wie es muss. So, na? Hab ich schon den Kronjuwelen gehabt. Wer kommt als nächstes? Schnuti, Level 34. Geil. Apador, ey, mach's nicht zu wild. Mach's nicht zu wild, ey, meine Liebe. Du machst mich hier fertig. Carpador, Legendary Pokémon. Da wechsle ich mal lieber vorher aus. Wer weiß, ey. Da wechsle ich mal lieber aus. Conny, wer bist du? Letzter Arena-Leiter, nächster, wer weiß. Die neue Attacke mal ausprobieren. Weil er hat Verteidigung, ey. Er hat Verteidigung. Carpador got back. Perfekt. Easy gegen Lucario Duo gewonnen. Wie ich das jetzt? Jetzt verstehe ich auch, warum Lucario dich so sehr mag. Sag mal, erinnerst du dich an mich? Ich bin die Arenaleiter von Yantara City. Die Stadt wartet jenseits der Höhle auf dich. Das ist nur ein Katzensprung. Also, bis später dann, ja? Oh, Mädchen. Kannst du mir eigentlich direkt einen Arena-Orden geben, ne? So ist es ja nicht. Ist ja nicht so, als hätte ich nicht gerade gewonnen. Oh, Freunde. Was geht hier ab? Route 11. Hier sind so irgendwelche Steine-Freaks hier am Start. Und Psychos. Die Route voller Steine-Freaks und Psychos. Geil. Ulnona. Okay, das passt ja sogar zum Psycho. Ulnona, aber... Was machst du gegen mein Erdbeben, ha? Mein Jutster. So, weg. Beiseite. So, und Knossi Level... Ey, Knossi bald Level 40, Freunde, ey. Brutal. Sorgensamen. Ist das besser als Egelsamen? Was ist das? Viel wird bepflanzt. Wandelt Fähigkeit in Insomnia um. Verhindert so Schlaf. Okay. Keine Ahnung, was das ist. Aber ich glaube, unsere Attacken sind geiler, oder? Ja, also dafür, dass wir Schlaf verhindern, dann platzen wir eine Runde, schlafen uns ein, ist aus, ist auch nicht besser. Auch nicht schlimmer. Ramokles, das ist doch das Schwert, oder? Das ist Eisen. Ja, Tatsache. So, dann kriegst du hier. Was? Keine Wirkung? Hey, der macht einfach meine Moves, der Junge. Okay, dann machen wir anders da, mein Jutster. Dann kommen wir mit Feuer. Dann bringen wir deine Scheide zum Brennen, ey. So, Nitro-Ladung, rein da. Ey, der Junge hat hier anscheinend Dings, ey, Initiative gefrühstückt, oder was? Aber nicht mit uns, ey, hier. Perfekt, Digga. So. Gun-Tank. Das ist ein giftiges Pokémon, ne? Da habe ich jetzt im Petto nichts Großes. Aber machen wir mal Schockwelle rein da. Vom AC/DC schafft das easy. Oder auch nicht. AC/DC, du Lappen. Oh Gott, jetzt sieht er gar nichts mehr. Wetten, der trifft nichts mehr. Null und niente der Nada. Okay, doch, okay. Habe hier eine Hit-Garantie. Möglicherweise, wer weiß, ey. Ja, cool, ist Level 39. Annehmen. Perfekt. So, die Beere sammeln wir auch auf. Und ich will das EM da oben haben. Ganz wichtig. Das ist die Mission. Du willst dich fetzen, das weißt du jetzt schon. Komm. Kämpferinnen, die Psychos, jetzt kommen die Kämpfer, ey. Psycho mit dem Schwert, das war auch schon nicht gut. Was hast du? Die Kämpferin mit einem Kaktus. Das ist Aeroas, Freunde. Es ist Aeroas. Perfekt. Und manchmal das Leben, es geht so richtig langsam von denen weg und manchmal. Arm, kannst nicht mehr hinterher gucken, was da los ist, ne? Ist auch ganz wild, ey. Patini. Bist du Wasser? Mach mal Knossi.
aus wie Road to Level 40, ey. Dass er nicht mehr auf uns hört, der Junge. Knossi, Knossi, mein Jutster. Rasierblatt. Er hittet neutral. Oh, sogar nicht effektiv, aber Volltreffer, ganz wichtig. So, ACDC 37, komm. Auch ein Arena-Leiter, der nächste, komm. Ist sie dann jetzt nicht hier? Also gemeint, Katzensprung entfernt, die jute Dame. Oh, Luna, wer ruft an? Freunde, wer stört jetzt? Der Jagd nach dem TM. Ach, Prof, was geht ab? Hallo, wenn ich mich nicht irre, sollst du demnächst in Yantara City ankommen. Das bedeutet, dein Pokémon-Abenteuer der Kalos-Region macht große Fortschritte. Yantara City ist übrigens das Zuhause eines großen Gelehrten in Sachen Mega-Entwicklung. Deswegen nenne ihn auch alle Mr. Mega. Deine Freunde? Habe ich auch schon mal von ihm erzählt. Schau unbedingt bei ihm vorbei. Okay, machen wir. Mr. Mega. Okay, das klingt sehr mysteriös. So, wir können Zerschneider einsetzen, ganz wichtig. Und unseren Encounter abholen, Freunde. Auch sehr, sehr wichtig. So, kommt ein Encounter? Nein. Giftschock. Ich würde sagen, dafür hat es sich gelohnt. Der kleine Umweg hier. So, Jagd nach dem TM. Hat sich gelohnt. Komm, Digga. Wer ist der Encounter? Bitte was Geiles, bitte was Geiles. Och nee, Kamurax. Du wirst zwar zum Chef. Du wirst zwar zum Chef, aber... Was ist der Trugschlag? So, perfekt. Dann macht der Nebel, mein Lieber. Oha, wie das abzieht. Okay, ich nehm's zurück. Vielleicht bist du doch ein Geiler im Team. Mal schauen, ey. Komm, bleiben Sie bitte. Bleiben Sie bitte. Yes. Ich habe einen perfekten Namen für ihn, Freunde. Weil er wird ja später Kram Chef sein. Und wer ist der Chef? Beziehungsweise, wer auf Englisch Chef heißt nicht Chef, sondern Kochchef hier. Koch. Und wer ist der Kochchef von allen auf der Welt? Es ist Gordon Ramsay. Deswegen, unser kleiner Kramurx hier wird auch ein Gordon sein. Nicht Gordon Freeman, aber Gordon Ramsay. Gordon. Nicht M, sondern N. Oh, der Gordon. Der Gordon ist am Start. Perfekt. Und was haben wir hier oben? Ich sehe schon wieder Items. Oh, Doppelkampf. Bum, paff, zack, bum, ey. Okay, jetzt kommt doppelte Kraft. Psycho und Kämpfer. Grips und Muckis, ey. Dick und doof. Auch am Start. Ja, aber mein, Freunde, mein Encounter hier, Pam, ey, mein Team. Nimmt die Hops. Luxtra mit Bedrohung, sag mal. Erdbeben können wir diesmal aber nicht raushauen. Leider, leider. Das wäre nämlich jetzt zu wild, ey. Aber Erdkräfte. Okay, verdammt. Erste schon verkackt. So, einer weg. Ich glaube, wir hatten ein drittes Pokémon gehabt, oder? Luftlon hortet sich, okay. Ist da seine Haut? Genau, die hatten noch ein zweites Programm. Pinsir. Okay, das kriegen wir hin. Ich würde sagen, ja, Aeroass auf Driftlon und du machst mal bitte Erdkräfte. Oh, nicht auf Driftlon. Och nee, Digga. Oh, ich hab mich verklickert. Dann. Ja, so viel dazu. Oh mein Gott. Oha. 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 Wie der einfach Herkules fast hops genommen hat, ne, Freunde? Was ist denn hier los? Überroller auf. Alter. Lassen Sie das vielleicht? Oha, das wechseln wir mal ganz schnell hier aus. Die haben fast Herkules gekillt. Okay. Die haben fast Herkules gekillt. Was soll das? Unser MVP-Pokémon. Das ist nicht effektiv. Ach, verdammt. Oh, shit, Mann. Okay, das macht uns doch mehr zu schaffen, als ich gedacht hätte. Hier das Duo.
Aber Herkules, ey, der hat geblinkt, Freunde. Hat geblinkt. Hitman, Herkules. So, aber fertig gemacht, ey. Bre. Okay, intensiver Kampf. Auf alle Fälle intensiver Kampf, ey. Ich würde sagen, Herkules direkt heilen, ey, Freunde, das geht so nicht. Was haben wir denn hier? Pudersand. Boden versteckt. Düsterumhang, okay. Voltensonit, ne, wir bauen hier Items. Pudel. Und noch einen zweiten hinterherballern, so. Gut aus. Freunde, da habt ihr mich kurz zum Schwitzen gebracht, ey, was soll das denn? HP-Top, ja, nehmen wir auch an. Wo führt das hier lang? Okay, das ist, Och, Digga, ich hab doch kein Flug-Pokémon. Lass mich in Ruhe. Die mit ihren Flug-Johnnies, ne? Was ist das für ein Kampf, bitte? Da bin ich auch mal mega gespannt, wenn wir endlich mal ein Flug-Pokémon im Team dabei haben. Was dann passiert? Griffel. Okay, gut, dass wir den nicht bekommen haben. Da freue ich mich über einen Kramurks doch ein Ticken mehr tatsächlich, ey. Freuen wir uns über einen Kramurks ein bisschen mehr. Und du? Du willst dich aufhetzen, das sehe ich doch. Komm her. Okay, nee, erzählt mir was über seine Steine. Höhle, okay. Oh, nice, Alter. Wer hat den Drip? Ich. Und du? Okay, er will sich fetzen. Dann komm mal ran, Backpacker Hitchy. Gib dir gleich einen Flitschi hier. Wer kennt's nicht, Alter? Einen guten Flitschi ins Ohr. Oh, Aeroas. Was machst du jetzt? Was für ein Encounter kriegen wir hier in der Höhle? Nächste Frage, Freunde. So, Herkules auch auf dem Weg zu Level 40. Das ist doch, glaube ich, auch Pflanze. Hier die mittlere Entwicklung. Komm an. Igor. Igor kennen wir. Igor. Würden wir den fangen können, hätte ich ihn, glaube ich, Igor genannt. So, perfekt. Raus mit dem. Nuti, Level 35. Geil. Besiegt den Bre. So, Freunde, wir gehen weiter. Igelhöhle. Oh mein Gott, das ist hier verlaufen pur. Okay, ich sehe da ein Item. Oh, Encounter. Wer ist es? Wer ist es, Freunde? Och nee, nicht Pandir, Digga. Nee. Och nö, Pandir. Ist auch so. Weiß ich nicht, braucht man nicht, ne? Braucht man eigentlich nicht wirklich im Team? Oh nein, der hypnotisiert mich. Nein, 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 nein. Wir können auch nicht wechseln, weil ich ihn nicht killen will. Wir machen aber ein paar Mal Trugschlag, bis er aufwacht hier, der Gute. Man sollte auf 1 KP unten sein und dann ist egal, was passiert, ne? So, perfekt. Seht ihr? So schnell geht das. Wir wehren die Attacke ab. Okay, hätte gar nicht sein müssen, aber danke dir. Ein Luxusball. Nee. Das brauchen wir nicht. So. Superball rein da und dann haben wir ihn doch schon, oder? So, Pandir gefangen. Wie nennen wir ihn denn? Wie nennen wir den? Vielleicht irgendwas mit Lost oder so? Lost oder verwirrt, habe ich im Kopf. Okay, alles gut reingeschrieben, genau hier. Losteria, Freunde. Das ist die Losteria einfach. Aber wegen Lost. Betonung liegt auf Lost hier. Die Losteria wurde rüber geschickt. Geil. Was war das jetzt? Pilz, von der Decke gefallen. Okay, krass. Du musst ja dich überall in Acht nehmen, Mensch, ey. Von oben, unten, links, rechts. Alle kommen sie her, ey. Alle kommen sie ran. Und dann müssen wir hier lang, genau, fürs Item. Seinbeere. Wenn wir jetzt hier durch sind, dann sind wir auch bei der dritten Arena, Mensch, ey. Guck mal, vielleicht machen wir die Folge auch ein bisschen länger. Hauptsache, wir kommen dann zur nächsten City.
Das ist schon ganz nice. Wie geht's hier lang? Kann sich fetzen, ich sehe es doch. Wie komme ich hier hin? Ach, von der anderen Seite, okay. Oh Mann, ey. Du siehst schon, komm, ich verlauf mich hier in der Höhle unnormal. Ich verlauf mich hier in der Höhle unnormal. So, aber hier lang. Wir haben es doch. Blaue Flöte, okay. Haben wir nicht schon irgendwie eine andere Flöte? Oder so? Müssten wir mal schauen. Ein Skopel. Gott sei Dank haben wir den nicht als Encounter gehabt, ey. Das wäre nämlich überwack, wenn wir den bekommen hätten, Mensch. Was ist denn da oben los? Da müssen wir auch nochmal unsere Fühler ausstrecken, was da abgeht. Ah, ausgetrickst, die gute Dame. Ja, die guckt auch wieder selbstverliebt. Ey! Du bist ein einfacher Pokémon-Fan, das freut mich für dich. Leslie? Ihr Pokémon. Okay, das ist doch Eis, ne? Das müsste ein Eis-Pokémon sein. Kriegst du ein Erdbeben? Habe ich noch ein paar APs mehr offen. Perfekt. So, Alter, einfach Level 40, Freunde. 40 ja, Horn im Haar, ey. Krasser Typ. Monotyto. Pokémon wechseln, ganz schnell. Man, das hier auf Speedrun angelehnt, Freunde. So, kommen Sie, Monotyp. Die Straft. Ah, Schallwelle hätte es vielleicht auch getan, ne? Na egal, passt schon. Gehen wir hin. Matt schon mal, ey, wir sind echt bald alle Club der 40er angekommen. Loreblatt, Pokémon wechseln, yo, ACDC. Vielleicht Club der 40er, Freunde, das kann doch nicht sein. So, komm, Loreblatt, komm ran. Eine Nitro-Ladung. So, rein da. Hab's genommen. So, perfekt, Digga. Knossi, oh, Level Club der 40er. Herkules war aber leider der Erste. Panikon, Panikon. Ah, das war doch auch hier, Insekten-Pokémon, genau. Und Budox. Oder ist das von Budox oder Kinella? Ich glaube, Budox. Ich guck so aggressiv. Müsste Budox sein, glaube ich. So, perfekt, Digga. Einfacher Poké-Fan, hättest du mal lieber gelassen, ne? Mit deiner Herausforderung. Okay, wo sind wir jetzt hier? Ah, guck mal, ein Flauschling. Oh Mist. Den hätte ich gern angenommen, ey. Den hätte ich gern angenommen. Real Talk, einfach für Larissa, ey. Lieblings-Pokémon. So, Lady, ich will doch hier einfach nur Items sammeln und weiter. Manami. Monami? Manami? C'est la vie, sag ich dir. C'est la vie. Es ist Aeroas. So, komm, nächste. Top der 40er, was willst du? Okay, ein Zekrom. Ich würde sagen, wir lassen mal Herkules drin, ey. Next Challenge einfach hier. Dann machen wir Erdbeben. Was sagst du jetzt, mein Lieber? So. Perfekt, Digga. Diese Höhle ist echt brutal, ey. Spiegelhöhle. Muss ich da irgendwie hoch? Ja, von hier. Machen die hier auf mystisch angelegt, dass ich hier in den Spiegel reingucke, oder was? Gehen wir easy hin, ey. Da unten geht's weiter, ne? Ach, das ist unser Bre, unser Kumpel, Chief Bubu! Wenn du die Attacke Blitz einsetzt, begegnest du weniger wilden Pokémon. Oh, okay, nice.
Aber ansonsten hat sie ja im Kampf gar keinerlei Fähigkeit, also eher ungern. Pokémon-Kämpfe gehören nicht zu meinen Stärken, weshalb ich dauernd in Not gerate. Ich wünschte, ich wäre so stark wie du, Chifbubu. Das wünsche ich dir auch, mein Lieber. Ach nö. Kaum hat man es ausgesprochen, kommen die Pokémon. Libeldra. Freunde, Libeldra ist halt auch wildes Pokémon. Geiles Ding, aber nein. So, da sehe ich die Treppe. Als ob, Digga, nee, oder? Ah, hör auf, wir haben einen Meisterball. Und ein legendäres Pokémon kann kommen, ey. Komm, hör auf, einfach einen Meisterball gefunden, ey. Direkt so in die Hand, Freunde, ey. Geiles Ding. Ich sag, Kyurem ist im Ausverkauf, Freunde. Kyurem ist hier im Ausverkauf einfach. Dann ist einfach Kyurem, ey. Wieder das Feuer-Kyurem auch, ne? Papa, papa, Junge. Was, Alter? Kyurem ausverkauft hier. Wir haben keins, natürlich. Wir haben keins. Wir mussten eins töten in der Wildnis. Verdammte Axt. Hätten wir auch einen Club der Kyurems einsteigen können. Mist. Ja, Mogelbaum als nächstes. Ja, kann eigentlich so bleiben, ne? It's the one and only. Erdbeben, mein Lieber. Perfekt, Digga. Nuti holt auch auf wie noch was, ey. Krass. Molle, ey. Alle mit ihren Kyurem hier. Das kann nicht sein. So, weiter geht's. Spiegelbrä hat mich gesehen. Ich weiß es doch. Ja. Komm mal ran, Peter. Bicho. Korbea. Das ist ein Korbea, Digga. Oh, komm ran. Korbea. Oh, er macht einen Sandsturm schon wieder. Ach, Digga, nee. Ich muss, glaube ich, sogar tatsächlich mal wechseln hier. Ich habe kaum APs noch drauf. Wir machen mal hier einen guten Knossi rein. Und Knossi regelt das mit seinen Blättern. Och, nee. Knossi, mach nicht diesen. Seven in the Wild, schlaf nicht ein. Bleib wachsam. Mach mal Blättertanz. Ich glaube, das macht noch ein bisschen Schaden, während wir auch weg sind dann. So, dann können wir jetzt pennen und ich glaube, die Blätter, die wedeln weiter im Sande. Hoffe ich mal. Cooles, ey. Freunde, was ist hier los, ey? Die Levels einfach. Und der ratzt sich ein während dem Sandsturm hier. Austos, Eis-Pokémon. Das sollten wir mal besser wechseln, glaube ich, tatsächlich. Gehen hier rein. ACDC. So, Nitro-Ladung, rein da. Macht Schutzschild ein. Wobei, das ist ein Wasser-Pokémon, gell? Auf ihm tut es aber auch weh. Ein Minimum. Vielleicht gehen wir da doch mit Ladungsstoß tatsächlich. Macht vielleicht mehr Sinn, wenn es ein Wasser-Pokémon ist. Wie immer, Austos ist ein Eis-Pokémon. Mit wegen Eisstrahl. Ich wurde da ein bisschen, weiß ich nicht, ey. Zu sehr mitgenommen, ey. Traumata damals. Kramchef. Kann bleiben, ne? Kann bleiben hier. Der schöne Ladungsstoß ins Gesicht auf den Chef. Rein da, perfekt, Digga. So. Und ACDC 39. Nice. So, das war's, oder? Ja. Korbea besiegt. Oder Korbi? Digga, wie hast du ausgesprochen? Einfach Meisterball gefunden, Freunde. Ich fass es nicht. Wer kommt jetzt? Ein Pummelow! Auch auf der Süßheitsskala sehr weit oben, Freunde. Süßheitsskala sehr weit oben, Pummelow. Aber wir fliehen. Aber wir es können. Ach, Digga, und der kommt hier. Zuckerschnecke, du Zuckerstück. Was ist hier? Gute Stanislav, der Stunny. Einfach der Stunny hier am Start. Geiles Ding, Mann. Einfach der Stunny. Ich würde sagen, Schnuti, du bist dran. Zeig ihm mal dein Blubstrahl. Oder Aquaknarre, eins von beiden. Oh, er will Tiefschlag machen in die Eier.
Ja, Schnutti hat keine Eier. Was machst du jetzt, hä? Wichtig und richtig. Was ein Ton, Alter. So, perfekt, Digga. Ninja Tom. Das kann nur von Feuerattacken getroffen werden, oder? Dann kommt erstmal auf jeden Fall Safe ACDC rein. Der Stunny einfach am Start, geil. Und hier. Feuerattacke ist ein Muss in jedem Team, Alter. Zack, weg ist er. Dann ein KP. Stell dir vor, ein Randomizer, du kämpfst gegen, hast kein Feuer-Pokémon am Start oder eine Feuerattacke. Dann, ciao, Alter. Der nimmt dich hops, glaube ich. Der nimmt dich dann hops. Die Stanislav hat mich gefreut, Digga. Was ist hier? Safe Item. Oder auch nicht. Kein Pokémon ist hier, okay. Och nö. Oh, Gott sei Dank hauen wir ab, Digga. Gott sei Dank hauen wir ab. Oh nein. Hello there. Ui. Was? Alter? Freunde, ja dann hier, bitteschön. Wenn ihr wollt, dann bitteschön, Alter, hier. Ihr wollt euren Tod, ich wollte auf Bruderschaft machen. Lasst euch in Ruhe, ihr lasst mich in Ruhe, jeder geht seinen Weg. Nein, dann fetze ich euch so, Alter, Erdbeben, rein mit euch, bitteschön. Selbst schuld, Digga, ich wollte hier Hände in Unschuld waschen. Wegwurf, was ist das? Richtet großen Schaden bei einem schlafenden Ziel an. Weckt es aber auch auf. Eigentlich schon nice, ne? Mit Knossi so. Knossi, Schlafbruder. Dann kommt hier Macho Man. The Dream Teams, Freunde. The Dream Teams. Okay. Dann, sehe schon wieder hier einen Doppelkampf. Sternenstück. Okay, nehmen wir an. Ich sehe hier schon wieder einen Doppelkampf, ey. Okay, kommen wir nicht drum rum. Schade. Ja. Ein Pärchen. Kommt dran, ihr Touris. Hochzeitsreisende. Shinji und Ami. Digga, Kyurem. Jeder hat ein Kyurem, Alter. Das gibt's doch nicht. Okay, jetzt wird's aber wild, Mann. Mega Glurak hier. Und Kyurem. Das ist, nenne ich mal, stabile Combo, Alter. Okay, wir machen mal diesen hier. Und du setz mal bitte... Oh, es geht auf beide. Geil, gefällt mir. Auf Glurak. Auf Glurak kommt mir jetzt nicht mit irgendeinem Move gegen unseren Herkules. Aber er hat so ungespannt. Fällt mir gerade auch erst ein. Da. Jungs, ich bin so doof, ey. Guck mal hier. Zeus und Herkules kämpfen Seite an Seite, Alter. Wild, wild. Blut, okay. Und dann auch gegen den Falschen. Du bist doch blöd, ey. Geil. Oh, Dragonier. Shit. Okay. Glaube, ich würde ihn sogar mal wechseln hier. ACDC, komm. Und Schallwelle wieder. Rein da. Und sollten wir ihn eigentlich hops nehmen können, ne? Nice. Glurak weg und Dragonier auch fast im Arsch, Mann. Perfekt. Zeus, Alter, komm, hoch mit dir, Zeus, hoch. Gefühlt aber wirklich so die legendären Pokémon, die leveln langsamer, habe ich irgendwie das Gefühl. Oh nee, ach nö. Macht jetzt diesen Move hier. Mach ich mal Schockwelle und Schallwelle. Und die Welle ist auf unserer Seite, die perfekte Welle. Das ist die perfekte Welle, das ist der perfekte Tag. Rein da. ACDC, welcome in 40 Jahren. 40er Jahre Club. Noch einer? Herkules, ey, der sprengt alles, Herkules, ohne Spaß. Nuti 37. Wirklich Herkules, was Level angeht, der Junge, der sprengt alles, ey. Der sprengt alles. Umso mehr brauchen wir die geile Form von ihm. Was haben wir? Giftjuwel, okay. Freunde, ich sag dir, ich verlaufe mich hier unnormal. Lauf mich hier unnormal. Mito das, okay. Dann hauen wir mal ab. Perfekt.
hier rein. Das ist der Ausgang. So viel dazu auf jeden Fall. Gantara City. So, ihr Lieben, ich würde sagen, wir beenden das Ganze an dieser Stelle. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hinterlasst sehr gerne ein Like, ein Abo, einen Kommentar. Und dann wird in der nächsten Folge die gute Rollerbladerin Conny gefetzt, Freunde. Zack, zack, mit ihren Lucarius. Mal schauen, wie einfach die Arena sein wird. Bis dahin, ihr Lieben, haut rein, macht's gut und ciao.